Es soll ja Leute geben, die nicht den Online-YouTube-Player benutzen, um sich YouTube-Videos reinzuziehen. Nun, solche welche haben das Handicap, dass sie keine nachträglich platzierten Hinweise lesen können. Ein solcher Hinweis war jedoch im letzten Video zum Oszilloskop bitter notwendig, denn da stimmte etwas ganz und gar nicht. Deshalb jetzt nochmal, bevor es ab nach Hanau geht, eine Korrektur zur vorherigen Folge. Konkret geht es um den Tastteiler und die Zeitbasis. Denn entgegen meiner damaligen Aussage haben diese beiden überhaupt nichts miteinander zu schaffen. Das Teilerverhältnis des Tastteilers bezieht sich einzig und allein auf die Volt pro Zentimeter, also die gemessene Spannung, nicht jedoch auf die Zeit. Deswegen war auch die Interpretation des gemessenen Sägezahnsignals Unsinn. Genauso wie die Schlussfolgerung, wir würden hier 50 Hertz sehen. Was wir hier sehen, sind 400 Hertz und diese entstammen einzig und allein der Schaltung des Schaltnetzteils und nicht, wie behauptet, den 50 Hertz der 230 Volt Steckdose. In diesem Zusammenhang besten Dank an den Freak aus dem Forum 64, welcher mich auf meinen Patzer hingewiesen hat. Diese Fehlinterpretation bringt uns zu einem Grundsatz in der Messtechnik, dass man, wo immer es geht, mit Referenzgrößen arbeiten sollte, und sei es nur, um einen kleinen Soll-Ist-Abgleich zu machen, bevor man mit der eigentlichen Aufgabe beginnt. Nehmen wir also nun ein Signal an, welches wir beim Amiga mittlerweile recht gut kennengelernt haben. Die Rede ist vom horizontalen Synchronisationssignal der Bildwiedergabe. Dieses liegt im PAL-Videoformat bekanntlich absolut VGA-feindlich bei 15,6 kHz, bei NTSC sind es rund 15,7 kHz. Dieses Signal hat zudem noch den Vorteil, dass wir es von außen messen können, eben am RGB-Port und hier am Pin 11 gegen Masse. Jetzt rechnen wir uns die 15,6 kHz um in ein Maß, welches wir an der Zeitbasis unseres Oszilloskops einstellen können. Und hier nun ein kleiner Cheat. Vor lauter Kilo und Mega und Milli und Mikro kann man schon mal durcheinander kommen. Es verbietet uns jedoch niemand, Hilfe zu holen. Unitjuggler.com ist eine exquisite Seite zum Umrechnen der unterschiedlichsten Größen. Wir marschieren hier direkt in die Frequenzabteilung. Nun geben wir hier unsere 15,6 ein und ändern das Maß auf Kilohertz. Schon bekommen wir umgerechnet ziemlich unhandliche 6,41 hoch minus schlag mich tot Sekunden angezeigt. Also eine sehr kleine Zahl, womit wir am Ostsee nichts einstellen können. Gehen wir runter auf Millisekunden, so landen wir bei 0,0641. Das ist immer noch nicht tauglich, also müssen wir in den kleinsten Bereich gehen, den unser Ostsee an der Zeitbasis zur Verfügung stellt. Mikrosekunden. Und da landen wir nun bei 64,1. Stellen wir die Zeitbasis nun auf 10 Mikrosekunden pro Zentimeter, so müsste unser Signal genau 6,41 cm lang sein. Also etwas weniger wie 6,5 Kästchen auf dem Bildschirm des Ostsees. Also messen wir es doch mal. Was wir nun hier sehen, ist ein sogenanntes Rechtecksignal. Üblich ist diese Signalform vor allem in der Digitaltechnik, wo es auf genau definierte Zustände, nämlich 1 und 0, genannt High und Low, ankommt. Da braucht man keine langsam ansteigenden oder abfallenden Kurven, sondern zackig und sauber trennende Flanken, eben sowas hier. Gelesen wird dies aber genauso wie jedes andere Signal auch. Wir schnappen uns einen definierten Punkt des Signales und zählen von dort ab die Kästchen so lange ab, bis genau der gleiche Punkt wiederkehrt, das Signal also von vorne beginnt. Und wenn wir mal den Parallaxenfehler hier außer Acht lassen, so landen wir doch ziemlich genau bei den zuvor bestimmten 6,4 cm, was unseren 15,6 kHz entspricht. Einwandfrei. Also abschließend bitte nochmal merken, der Tastteiler hat nichts mit der Zeitbasis zu tun, das einzige Verhältnis, welches für uns hier eine Rolle spielt, ist die eingestellte Zeitraste am Oszilloskop. So, das war's jetzt hierzu. Jo, fahren wir mal eine Runde nach Hanau, ne? Da gibt's was zu gucken.
Wir sind auf dem Weg nach Hanau, Großauheim. Dort veranstaltet der als gemeinnützig anerkannte erste Hanauer Netzwerkclub e.V., kurz HNC, eine Retro-Computer- und Konsolen-Convention, genannt HomeCon. Der Name ist zumindest bei mir Programm, da Hanau praktisch von mir aus um die Ecke liegt und es ist wahrhaftig meine Heim-Convention. Gegründet im Jahr 2001, widmet sich der HNC seit jeher der Jugendbildung im IT-Bereich. Der Verein hat Erfahrungen in der Austragung großer überregionaler Netzwerkpartys, die damals zu den größten ihrer Art im Rhein-Main-Gebiet zählten. Mittlerweile muss man leider feststellen, dass klassische LAN-Partys ihren Zenit offenbar auch schon überschritten haben. Über diese vom HNC ausgerichteten Net-Conventions wurde auch überregional im HR-Fernsehen und in den Printmedien berichtet. Seit 2009 veranstaltet der Verein die HomeCon, die Retro-Computing-Veranstaltung, wo es heute hingeht. Auch über die HomeCon wurde mehrfach in Zeitungen sowie im Radio berichtet. Einmal im Jahr gibt's die HomeCon hoch 2 und zwar in mehrerer Hinsicht hoch 2. Zum einen findet sie dann nicht in der alten Schule in Hanau-Großauheim statt, dort wo wir heute hinfahren, sondern in der Kulturhalle in Hanau-Steinheim, was eine deutlich größere Hausnummer ist in Sachen Location. Zum anderen geht dieses Event dann über 2 Tage, in der Regel Samstag und Sonntag. Die 2-tägige HomeCon firmiert dann auch unter einem anderen Namen, nämlich Retrolution. In dieser Folge schauen wir uns aber eine ganz normale HomeCon an, wie sie, Stand 2016, 4-mal im Jahr stattfindet. Nähere Informationen und die aktuellen Termine findet ihr unter homecon.net. Tja, in aller Regel geht's offiziell um 10 Uhr los. Einige sind aber regelmäßig auch schon etwas früher da. Schließlich gibt's stets noch etwas Arbeit mit den Räumlichkeiten, sei es die Tische und Stühle zu rücken oder einfach nur, um den ersten Kaffee aufzusetzen. Parkplätze sind so eine Sache an der alten Schule in Großauheim. Die sind leider nicht sonderlich breit gestreut. Wer direkt an der Schule parken möchte, muss wirklich schon bei Zeiten da sein. Oder einfach unverschämtes Glück haben. Einen größeren Parkplatz in der Nähe gibt es nämlich leider nicht. Der Eintritt ist generell frei, egal ob man mit oder ohne Hardware anreist. Die HomeCon-Orgas bitten jedoch um eine kleine Anmeldung über das HomeCon-Forum oder die HomeCon-Facebook-Event-Seite. Eine Anmeldung stellt zwar keine Platzreservierungsgarantie dar, hilft jedoch ungemein bei der allgemeinen Planung. Generell sollte jeder, der was Elektrisches mit anschleift, auch an ein entsprechendes Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen denken. There is no life before coffee. Na, zumindest geht mir das jedes Mal so. Ehe ich nicht den ersten Kaffee getrunken habe, habe ich keinen Bock, irgendwas zu machen. Da kommt die Tatsache äußerst charmant daher, dass der Kaffee auf der HomeCon ebenfalls kostenlos ist. Na, noch viel toller ist übrigens das Angebot an Kuchen, welches von Besuchern und Mitgliedern des Vereins gestellt wird. Übrigens auch zum Nulltarif. Manchmal stehen da auch noch andere leckere Fressalien mit dabei herum. Also kulinarisch geht's uns echt gut. Bei so einem großzügigen Angebot sollte es jedoch selbstverständlich sein, ein paar Einheiten der europäischen Gemeinschaftswährung in der HomeCon-Spendendose verschwinden zu lassen. Versteht sich ja fast von selbst. Denn darüber finanziert sich nämlich letztendlich Kaffee und Kuchen. Ja, was gibt's zu sehen? Nun, das ist ganz davon abhängig, was die Teilnehmer so anschleifen. Von Mainstream-Geräten wie Commodore C64 und Nintendo NES bis hin zu spektakulären Eigenbauten, Büromaschinen und bei uns eher seltener anzutreffende Konsolen wie etwa einem Neo Geo, kann da schon alles dabei sein. Auch hier ist es sinnvoll, sich vorher im Forum in der jeweiligen Laberecke abzustimmen.
Viele von uns haben ja mehr wie nur einen Retro-Rechner zu Hause stehen und vielleicht ist es ja ganz nett, anstelle von 4 Atari STs lieber einen ST, einen TT, einen Falcon und vielleicht noch einen 800er am Start zu haben. Was mich dann direkt zu den gemeinsamen Bastelprojekten bringt. Die HomeCon stellt für die Dauer der Veranstaltung einen gut sortierten Werkzeugkoffer zur Verfügung, womit man nach Herzenslaune schrauben und löten kann. Selbstredend ist dabei auf die Schonung des Mobiliars zu achten. Wer sich manche Modifikationen nicht selbst zutraut, auch hier wieder vorher mal im Forum anfragen, es findet sich immer jemand, der helfen kann. Sollte man mal eben schnell ein Schräubchen brauchen, geschwind ein Blech biegen oder was bohren müssen, Standortvorteil HomeCon. Um die Ecke gibt es einen Werkzeugladen, der wahrhaftig alter Schule ist. Da kriegt man praktisch alles. Und was man da nicht kriegt, das kann man möglicherweise aus dem Elektroschrottcontainer vor der Haustür fischen. Ja, das ist auch die HomeCon. Der Grill. Die Benutzung dieses guten Gerätes ist ebenfalls völlig kostenfrei. Für entsprechendes Grillgut und passende Kaltgetränke muss man allerdings dann schon selbst sorgen. Geschirr jeglicher Couleur ist übrigens vor Ort. Ihr könnt also Blechnapf und Henkelmann getrost zu Hause lassen. Ein bisschen Wettbewerb darf freilich auch nicht fehlen. Zu diesem Zweck wurde die HomeCon-Liga installiert. Bei jeder Veranstaltung wird ein leicht erlernbares Spiel gespielt, welches am Ende einen klassischen Highscore auswirft. Diese landet dann in der ewigen Tabelle und so können sich die Kombattanten immer wieder aufs Neue gegenseitig an den Kragen gehen. Das zum Einsatz kommende System ist hierbei nicht festgeschrieben. Hauptsache es piepst, blinkt und stürzt möglichst nicht ab. Die HomeCon ist übrigens keine reine Männer im Midlife-Crisis-Alter Veranstaltung. Es gibt durchaus auch weibliche Teilnehmer und manchmal springen auch ein paar Vertreter der jüngeren Generation dabei herum. Denn so ein Gameboy oder Super Nintendo ist eben einfach zeitlos zockbar. So viel zur HomeCon in Hanau-Großauheim. Auf die zweitägige Retrologen in Hanau-Steinheim werde ich in einer anderen Folge näher eingehen. In der nächsten Yes the Chips-Folge geht es noch eine Runde in Großauheim weiter mit einem Bastelprojekt an einem Computer der dunklen Seite der Macht. Der gute 1ST1 und ich haben an meinem verstaubten Atari Falcon 030 ein paar Modifikationen vorgenommen. Was auch wieder nur ein Beispiel ist für die tolle Zusammenarbeit, wie man sie eben nur auf Conventions live erleben darf. Bis dahin dann, Adele Ciao und bye bye, euer Mick.